mal mit einem kleinen Versuch einer Aufnahme des neuen Spiels The Forest. Hoffen wir mal, dass es klappt. Ich lade einen aktuellen Spielstand. Da habe ich noch nicht allzu viel geschafft. Ich habe ein kleines Lager. Aber als ich mich das letzte Mal ausgelockt hatte, wurde ich gerade angegriffen. Also verspricht es gleich recht spannend zu werden. Ich weiß auch nicht, ob ich das lange überleben werde. Weil wenn einen die Kannibalen mal am Wickel haben, dann sieht's nicht gut aus. Dies ist jetzt übrigens mit dem Hotfix. Dadurch kann man jetzt endlich wieder Spielstände laden. Das ging ja am Anfang nicht. Da war das Spiel auch teilweise unspielbar. Es hat auch jetzt noch einige Fehler, aber man muss auch bedenken, es ist eben eine Alpha. Es ist eine 0,01b. In 8 Tagen soll die 0,02 rauskommen. Man darf gespannt sein, was sich da tun wird. Und ich bin gespannt, wenn jetzt der Bildschirm aufgeht, ob die Wilden noch da sind. Es sieht nicht so aus. Das bedeutet also, wenn man in eine schwierige Situation kommt und seinen Shelter in der Nähe hat, einfach speichern. Und man hat sich gerettet. So, jetzt schau ich mein Inventar. Ich hatte nicht allzu viele Sachen. Ich muss noch ein bisschen auf die Suche gehen. Vor allem ist mein Magen ziemlich leer. Ich sollte was zu essen finden. Ich crunche immer ein wenig. Im Auge behalten dabei. Da ist ein Hase. Der würde mir jetzt recht in die Pfanne kommen. Der wird mir zu weit weg. Ist mir zu gefährlich. Kleines Feuerchen versuchen zu entfachen. Irgendwas finden, was wir in unserem Garten anbauen können. Mit dieser Aktion sammeln wir auch immer Leaves ein und die brauchen wir, um unser Feuer am Laufen zu halten. Essbare Früchte für unseren Garten. Da unten auf der Wiese sind auch noch diverse Köfferchen, habe ich vorher gesehen, aber da sind wir halt recht angreifbar. Aber es ist gerade niemand in der Nähe, dann traue ich mich einfach mal runter. Und die
Köfferchen sind weg. Das letzte Mal lag hier alles voller Köfferchen. Das ist schade. Die Leichenteile hier sind auch verschwunden. Ich habe hier jetzt mal einen Kannibalen geschlachtet. Gut. Mal sehen, was mein Hase macht. Er ist noch nicht zum Verzehr geeignet. Nochmal die Leaves auflegen. Oh, da hinten laufen sie sich. Shit. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und jetzt ist da gerade ein Hase. Natürlich weg. Die Bahn scheint auch weg zu sein. Gut. Ich meine, das ist auch immer die Ohrenspitzen, weil man hört die auch. Diese Schreie, wenn sie untereinander kommunizieren. Und eben Schrittgeräusche, wenn sie sich von hinten nähern. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich im Flugzeug noch etwas zum Essen gelassen. Ja. Krebsstunger gestillt. Wollte ich eigentlich für später aufheben, aber da mein Karnickel da auf dem Feuer ja hier ewig dauert, bis es aussieht. Oh oh, oh oh. Sie waren am Rennen. Oh, das sind die nächsten. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Sind die vorbeigerannt oder? Keine Footsteps, die laufen auf jeden Fall mal weg. Eine Feder weiß man nicht, wenn man sie brauchen kann. Ich höre keine Footsteps mehr. Das ist ein gutes Zeichen. Da hinten tummeln sich jede Menge Hasen. Aber das sind vorher die Kannibalen in die Richtung verschwunden, da möchte ich jetzt nicht unbedingt hin. Da kommt die nächste Truppe, die marschiert wieder runter Richtung Wasser. Ich versuche mal abzuspeichern, ob das jetzt doch ausgeht. Ja. Das heißt, ich habe jetzt auch geschlafen, es ist jetzt Nacht. Ich weiß nicht, was mit meinem Kaninchen ist. Das sieht aus, als wenn das nichts mehr wird. Ich sollte mir vielleicht auch mal eine richtige Feuerstelle machen. Ich traue mich jetzt bloß in der Nacht nicht so weit weg. Ja, unsere Zeckern waren vor. Aha. Mensch. Bleib doch stehen, du dummes Karnickel.
Was vielleicht auch noch gefixt werden sollte, ist die Lizard. Die sind wertvoll, weil die geben Rüstung und Nahrung. Warum sind hier so viele Kaninchen? Treffe ich das Kaninchen nicht? Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh, noch ein Lizard. Sehr schön. Jetzt habe ich zwei Lizards, das reicht mir eigentlich. Ich sollte noch ein paar Stücke. Ein paar Steine sammeln und dann probieren wir mal eine richtige Feuerstelle zu machen. Ich höre hier irgendwas. Da vorne läuft jemand. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Da kommt auf uns zu. Speichern. So, jetzt ist schon die, ich höre ihn schon. Ich höre die Footsteps. Da ist hinterm Flugzeug. Er wird jetzt gleich irgendwo auftauchen, rechts und links. Sehen, ob wir das überleben. Kommt drauf an, ob es ein Einzelner ist oder ob es eine Gruppe ist. Gegen den Einzelnen hätten wir noch eine Chance. Aber eine Gruppe von zwei, drei Stück, dann wird es brenzlig. Feuer vorne ist auch aus, scheiße. Da hätte ich noch eine Chance gehabt, dass sie sich entzünden. Ich höre keine Footsteps mehr. Da unten läuft er. Da laufen sie, alle drei. Samuel ruft, der kam von rechts von hinterm Flugzeug. Hoffentlich wurden sie nach Hause gerufen, das wäre nicht schlecht. Der Mond ist ziemlich oben, müssen also mitten in der Nacht. Ich bin ja mal so gespannt. Jetzt fängt es auch mal zu gewittern. Es regnet. Ich kann mir mal derweil die Richtung anlegen. Den Lizard vielleicht in die Hand nehmen. Und mit C aufs Feuer legen. Und dann hoffen, dass der Lizard wenigstens durch wird, dass ich was zum Essen krieg. Der Lizard ist ein Lurchi, ein Salamander. Und mit der Echsen. Ah ja, jetzt kann ich was essen. Das zeigt das ein. Ich habe ihn gegessen. Mein Magen ist voll.
Sieht gut aus. Ich höre keine Footsteps mehr. Mein Feuer brennt. Ich glaube, ich sollte mal speichern. Das ist ein guter Punkt. So, ich traue mich mal aus meiner Deckung. Ganz vorsichtig im Schlupfzeug rumgucken. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hier ist jemand. Direkt in dem Flugzeug. Und danach hat er sich irgendwo festgeglitscht und kommt nicht mehr weiter, läuft irgendwo gegen die Wand. Weil ich höre diese Renngeräusche. Ich weiß nicht, wie die im Video rüberkommen. Ob man die da auch hört. Wenn ich hier rumgucke, dann habe ich sie auf dem rechten Ohr. Das heißt, sie sind in dem Flugzeug. Wäre jetzt allerdings fatal. Jetzt kommen die Schritte langsamer. Jetzt kommen. Entweder hat er sich jetzt befreit. Oh nein, doch jetzt nicht den Vogel anlocken. Ich habe jetzt was anderes zu tun. Aber scheint ein Einzelner zu sein. Weil wenn es mehrere wären, wären schon längst entweder die schwarze Titte hier rumgerannt, die Frau. Oder der mit dem Leuchtstäben auf dem Kopf. Natürlich eine gute Frage. Ist das jetzt ein Spielfehler, dieses Geräusch? Und da ist gar niemand hinterm Flugzeug, da das die ganze Zeit so geht. Oder hängt da wirklich bloß ein Bildschirm, wenn ich um die Ecke komme, geht's ab. Da wir jetzt das speichern können, gehe ich an mein Lager, speichere ab. Schritte sind weg. Nein, da kommt er. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Jetzt geht's rund. Jetzt geht's gleich rund. Er ist rückwärts, er wird vom Feuer abgeschreckt. Aber die Frage ist, ist er alleine? Wo ist er jetzt hin? Wo ist er hin? In dem Flugzeug. Packt er sich jetzt da wieder fest oder kommt er diesmal rum? Oh, der Nervenkitzel pur hier. Gut, wir haben diesen Punkt gespeichert. Ich habe außerdem keinen zweiten gesehen. Keine Vögel jetzt, keine Vögel. Ich glaube, ich stehe auf, gehe und da kommt er. Da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Da ist wieder einer. Der traut sich wegen dem Feuer nicht ran. Das Feuer schreckt ihn ab. Wie sicher bin ich jetzt? Hier hat er mich noch nicht gesehen, weil ich hier hinter dem Schalter zusammengekaut sitze. Oder kann er gar nicht herkommen wegen dem Feuer? Gut, da wir abgespeichert haben, was soll's? Ran an den Feind. Wo ist er?
Nicht weg. Die Fallgeräte hat sich verpisst. Da ist ein Lizard. Da hat sich verpisst. Oh Mann, der Netzer ist voll. Ah! Das kann ich für meinen Garten verwenden jetzt. Wenn dieses Pluszeichen drin ist, wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich das jetzt in meinen Garten pflanzen. Leaves. Nö. Das war bloß ein Heilkraut. War bloß ein Heilkraut. Legen. Wenn es dann geht. Geht nicht. Jetzt ist er weg. Liegt er jetzt doch drauf. Es wird wieder Tag, es wird wieder Tag, ich habe die Nacht überstanden. Hurra! Trotz Besuch von den... Hm, da ist nochmal was mit dem Pluszeichen. Ach nee, jetzt kann ich das hier einpflanzen, so wie es aussieht. Habe ich das jetzt gepflanzt. So, ich speichere den Punkt jetzt auf jeden Fall mal. Und dann werde ich mal die Aufnahme abbrechen und mal sehen, wie es geworden ist. Ich gehe jetzt mal raus hier. Sage Exit Windows.